Ja, ich hätte natürlich mir gewünscht, zum Abschied vielleicht mit dem Pokal hier zu stehen. Hat heute nicht geklappt. War ein Abnutzungskampf irgendwo. Letztendlich hat dann ein Distanzschuss entschieden. Am Ende muss man sagen, vielleicht einfach Elversberg der verdiente Sieger. Ja, das haben wir auch so gesehen. Die haben in der ersten Halbzeit vor allem haben sie deutlich Übergewicht gehabt, oder? Ja. Man hatte Probleme ins Spiel zu kommen. Ja, wir hatten Probleme ins Spiel zu kommen, waren dann, wenn wir einen Ball erobert haben, viel zu unsauber, haben den Ball dann einfach viel zu leicht wieder hergeschenkt, mussten dann wieder in die Defensive reingehen, haben unsere Umschaltmomente einfach nicht gut genug nutzen können. Und ja, letztendlich hat dann Elversberg einfach so ein bisschen Übergewicht aufgebaut. Und wir wussten aber natürlich, dass Elversberg spielerisch auch sehr stark ist. Haben uns auch darauf eingestellt, dass sie auch vielleicht mal mehr den Ball haben können. Trotzdem waren wir aber einfach insgesamt als Mannschaft viel, viel zu passiv. Ja. Wie ist jetzt noch der Ablauf? Ihr trefft euch heute Abend sicherlich nochmal, feiert Abschied. Ja, ich denke, es geht jetzt gleich nochmal zurück zum Stadion und dann gibt es da vielleicht nochmal eine Wurst. Die Stimmung wird natürlich nicht so doll sein, wie als wenn wir jetzt vielleicht heute mal gewonnen hätten. Trotz alledem muss ich sagen, waren es für mich zwei sehr turbulente Jahre. Ich bin hier hingekommen, da war es erstmal nicht so gut für mich gelaufen und hat sich dann aber alles zum Guten gewendet. Und wir sind aufgestiegen, wir waren im DFB-Pokal-Halbfinale. Wir haben den Startrekord in der dritten Liga aufgestellt. Wir sind am letzten, beziehungsweise letztendlich dann Fünfter geworden in der dritten Liga als Aufsteiger. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Ja, bitter natürlich, dass man heute irgendwie nicht so das i-Tüpfelchen draufsetzen konnte. Ja, wie geht's mit dir weiter? Ist das jetzt klar schon für dich? Nee, klar ist noch nicht. Wie gesagt, ich bin in einem Bewerbungsverfahren drin und da kann ich jetzt noch keine Aussage tätigen, wie es da weiterläuft. Da gibt es noch den einen oder anderen Test, den ich absolvieren muss und ja, mal sehen, ob es dann dieses Jahr klappt. Ja, auf jeden Fall wünschen wir dir alles Gute. War eine tolle Zusammenarbeit mit dir. Dankeschön. Ich danke, das geht. Viel Erfolg, ja. Herr Steffen, ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Vielen Dank. War ein verdienter Sieg, oder? Ja, ich denke, dass wir da schon eine Menge Spielanteile hatten, auch ein paar Chancen hatten aus aussichtsreichen Positionen, nicht das Tor getroffen, bevor es 1-0 fiel. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir haben den Gegner so bespielt, dass er wenig Möglichkeiten hatte, sich zu entfalten. Und das haben wir gut gemacht und ja, Gott sei Dank 1-0 gewonnen. Ja, so ein Klassenunterschied, wie wir gestern schon festgestellt haben im Interview, hat es definitiv nicht gegeben. War das von vornherein Ihre Absicht gewesen, so aus dieser Formation heraus zu spielen? Die Formation war im Grunde klar, dass ich das schon im Kopf hatte. Trotzdem warte ich natürlich immer Trainingseinheiten ab. Wir müssen uns immer wieder anpassen, was dann der Gegner an Räumen uns lässt, beziehungsweise welche Räume frei werden oder wir frei ziehen wollen. Und deshalb gibt es dann immer wieder Positionierungen, die anders sind als normal. Das war heute der Fall. Wir haben relativ anders gespielt als in vielen anderen Spielen. Aber gut, das hat funktioniert. Ja. Wen wünschen Sie sich jetzt für den DFB-Pokal, für die erste Runde? Gut, St. Pauli, glaube ich, wird das nicht mehr so machen wie in der letzten Saison. Borussia Mönchengladbach wäre in der ersten Runde vielleicht auch noch ein Stück weit zu früh. Ja. Die habe ich schon ganz gern auch mal mit voller Kapelle bespielt. Hätte ich gern gesehen. Deshalb an sich auch egal. Ich würde gern immer eine Runde weiterkommen, dass irgendwie machbar ist.